Noch ein Vitra-Kirn auf dem Tisch. Eine tiefschwarze Spinnenfigur. Damit können wir noch mehr Zeug herbeirufen. Hier sind nur Bücher drin. Die Gläser auf den Regalen enthalten Gehirne verschiedener Größen. Von diesen Regalen geht der beißende Geruch eines unbekannten Konservierungsmittels aus. Bei ihr ist wahrscheinlich auch die Chance etwas geringer, dass sie mich hintergeht, sobald ich dir die drei Teile bringe. Yes. Aber sind wir trotzdem mal vorsichtig. Need something? I'm still busy here. Kann ich dir helfen? Ich bin immer noch beschäftigt. Sie legt einen Dolch auf eine Waage und macht sich Notizen auf dem Pergament neben sich. Ich habe die Schlüsselteile der anderen Lehrlinge. Good. Take this too. Now, just so we're clear, I don't know your business with him, and I don't want to either. Gut, nimm das auch. Also, damit wir uns verstehen, ich weiß nicht, was du mit ihm zu schaffen hast und ich will es auch nicht wissen. Sie verschränkt die Arme. Trank der großen Ausdauer und eine Schriftrolle der Tapferkeit. So, if you get into trouble, don't expect me at your side. Far as I'm concerned, our business is happily concluded. Wenn du also in Schwierigkeiten gerätst, rechne nicht mit meiner Hilfe. Was mich angeht, ist unser Geschäft abgeschlossen. Sie legt die knapp zu, wendet sich wieder der Arbeit zu. Ihre Notiz ist jetzt im Lager abgelegt. Uariki, du hantierst mit Klingen und Knüppeln herum, während deine Mitschüler den Körper und den Verstand von Gestandenen formen. Sie blicken deswegen auf dich herab. Sollen sie? Zauberwerk zielt oft eine bestimmte Art von Geist an. Ein Geist, der sich zum Mysterium und zum Brimborium gewaltigen Arkan-Spektakels hingezogen wird. Du bist nicht mit dererlei belastet. Du siehst die Magie als das, was sie ist. Macht, roh und formbar. Du formst sie nach deinen Bedürfnissen und was verleiht den größten Zauberern ihre Kraft? Während die anderen ihre eigenen ehrgeizigen Zauber noch perfektionieren, wirst du deinen bereits abschließen. Wenn dieser Tag kommt, dann strecke sie nieder, ohne zu zögern. Ja, ich gebe zu, ich benutze Schriftrollen und Zauber und so seltener, als es mir lieb ist, aber das ist so viel, dass ich teilweise überfordert bin und man kann nicht mal sich vor dem Kampf buffen. Man muss es immer während dem Kampf tun und da geht auch wieder wichtige Zeit verloren. Aber ja, zu dem Thema rasten wir hier jetzt mal. So. Ich bin bereit, Konstantin zu sehen. First you shall prove your merit. Zuerst musst du beweisen, dass du würdig bist. A wizard must protect himself. From the arcane and the mundane. From spellcaster and soldier alike. Of the many defenses available to the wizard, which comes first? Ein Zauber muss sich vor Arkan und Weltlichen schützen, vor Zauberwirkern und Soldaten gleichermaßen. Bei den vielen Verteidigungen, die der Zauber zur Verfügung stehen, welche steht an erster Stelle? Ein beschützter Verstand. You have learned well. Du hast gut gelernt. But a wizard must also defend against his own deficiencies, lest he fall to them. Which weakness is deadliest? Aber ein Zauberer muss sich auch gegen seine eigene Unzulänglichkeit verteidigen, auf dass er ihnen nicht zum Opfer fällt. Welche Schwäche ist die tödlichste? Das war Stolz. Many fall by overestimating their own power. Viele fallen, indem sie ihre eigene Macht überschätzen. Yet for the wizard who understands the nature of magic, power is nearly limitless.
What quality of magic is most critical to powerful spell work? Doch für den Zauberer, der das Wesen der Magie versteht, ist die Macht nahezu grenzenlos. Welche Eigenschaft der Magie ist am entscheidendsten für mächtiges Zauberwerk? Mysterium, nur wenige verstehen die Magie. Return to the lessons I have given you and your fellows before you speak again. Kehre zu den Lektionen, die ich dir und deinen Mitschülern gegeben habe, ehe du widersprichst. Kehre zurück. Die Luft wird kälter. Du spürst die Enttäuschung des Sprechenden wie eine Peitsche auf dem Rücken. Du spürst, wie der Sprechende hinter der Tür sich zurückzieht. Habe ich mich vertan? Also, das hier war... Der Körper ist eine Hülle... Das hier war, zügle deinen Stolz. Keine Schwäche ist tödlicher. Thanos, das war der Verstand. Zauberwerk zieht oft eine bestimmte Art von Geist an. Macht, Macht wäre es gewesen, okay. Konzelaut. A wizard must protect you have learned, but a wizard many, yeah. Yet for the wizard who understands the nature of magic, power is nearly limitless. What quality of magic is most critical to powerful spell work? Das wäre dann Formbarkeit. Sie kann zu jedem Zauber geformt werden. Yes, though few will ever grow skilled enough. To wield it well. Ja, doch wenige werden je dazu in der Lage sein, sie kunstvoll einzusetzen. One test of your understanding remains. What is a wizard's true foe? Eine Prüfung musst du noch bestehen. Was ist der wahre Feind eines Zauberers? Mangelndes Wissen? Return to the... Nein. Dann war das... War das Ihre Notiz? Ah, doch, die Sterblichkeit. Ah, ich hatte es doch vorhin. Ah, a wizard, you have but a wizard many, yet for the yet one test. Die Sterblichkeit. You may proceed. Du darfst eintreten. Okay, es passiert schon mal nichts Böses, wenn wir es falsch nehmen. Ah. Aber ja, Konzelhaut ist ein Erzmagier, der auch noch alles Mögliche an Sachen hier hat. Und ja, da ist Konzelhaut. I'm here. Eine ausgemergelte Gestalt ist über einen Stapel Bücher gebeugt. Als du den Raum betrittst, erhebt sie sich. Du hast das Gefühl, als könntest du jede Bewegung der einzelnen Rippen und Wirbel unter einem hauchdünnen Blatt fahlen Fleisches sehen. Die Gestalt wendet sich um. Vergeudete Haut und Sehnen werden um Knochen gebogen. Zwei Augen brennen in einem kantigen, eingefallenen Gesicht. You have the soul of one who is always restless, always searching. I wonder... Is that what brought you to me? Du hast die Seele von jemandem, der immer rastlos ist, immer auf der Suche. Ich frage mich, ob dich das wohl zu mir geführt hat. Konzelhauts Augen funkeln. Was bist du? Er hebt deine Hand und dreht sie vor sich in der Luft. Das Fleisch ist so dünn, dass du siehst, wie sich die Knochen darunter bewegen. What did you expect to find? An old man hiding from his attackers? Or a young man taking the battle to them. Was hast du denn erwartet? Einen alten Mann, der sich vor seinen Angreifern versteckt? Oder einen jungen Mann, der sie entschlossen angreift? Weak or strong, the flesh expires. To survive, one must transcend it. Schwach oder stark, das Fleisch verfällt. Um zu überleben, muss man darüber hinauswachsen. Seine Augen verdunkeln sich, als er dich wartend beobachtet. I'm a lich. Er seufzt, ich bin ein Lich. And beyond the grip of a common death. For I have already embraced an uncommon one. Und jenseits der Umklammerung eines gewöhnlichen Todes, denn ich habe bereits einen ungewöhnlichen angenommen.
Ja. Als ich von den Männern des zerrissenen Banners hörte, dachte ich, du würdest vielleicht Hilfe brauchen. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Hier gibt es ein Artefakt. Ich suche danach. Ich suche nach dem ingvitanischen Phylacterium. Woher weißt du, wer ich bin? Ein trockenes Krächzen von einem Lachen stolpert aus der Kehle des Lichts. Ich habe mein Leben in ein Phylacterium gegossen auf jemanden wie dich gewartet. Nicht wer du bist, was du bist, interessiert mich. Spells are fueled by ambient essence in the ether. A miserly trickle of energy that leaks from the wheel. Zauber werden von freier Essenz im Äther gespeist. Ein ähnliches Rinseln an Energie, die aus dem Rad tropft. Er zeichnet arkane Formen in die Luft um ihn herum. Because the medium is so poor, a wizard must normally focus his efforts on the runes and incantations that channel it. Weil das Medium so schwach ist, muss ein Zauberer für gewöhnlich seine Mühen auf die Runen und Beschwörungen konzentrieren, die er es kanalisiert. Er legt die Spitzen seiner schmalen Finger zusammen. But imagine what could be done with a more powerful source of essence. A Watcher's Soul, for instance. Aber stell dir vor, was mit einer mächtigeren Essenzquelle möglich wäre. Der Seele eines Wächters, sagen wir. Seine Augen blitzen auf, ein steifes Grinsen verzerrt seine Lippen. Wer sind deine Rivalen? In my eyes or theirs? You've surely heard of the great Archmages of Aeora. Nina Gauth, Minoletta, Sitzel and Kolokoth. Arkamir and Lengroth too. Er lacht, in meinen Augen oder ihren. Du hast doch gewiss schon von den großen Erzmagiern von Aeora gehört. Nina Gauth, Minoletta, Sitzel und Kolokoth. Nicht zu vergessen auch Arkemir und Lengraf. Ja, das sind eigentlich die beiden stärksten. Die kenne ich auch. Aus dem zweiten Teil. We've all shaped the study and practice of magic. Just not always to our mutual taste. Wir alle haben die Lehre und die Praxis der Magie geformt. Nur nicht immer zu unser aller Geschmack. Er zuckt mit den Schultern. Weißt du, wer die Männer des zerrissenen Banners angeheuert hat? One of the other Archmages, no doubt. Einer der anderen Erzmagier gewiss. Er winkt abfällig ab. My wager's on Arkamir or Lengroth. Always hiding behind glamours and diversions. But it could have been any of my rivals. Ich wette auf Arkemir oder Lengraf, die sich immer hinter Glanz und Täuschung verbergen, aber es könnte jeder meiner Rivalen gewesen sein. Welche Magie erfordert die Kraft einer Wächterseele? The most demanding and visionary kind. The kind that wizards have argued over for centuries. Names like Cadibald the Red and Mora of the Seven Hills. Even you must know of them. Die forderndsten und visionärsten, die über welche Zauberer seit Jahrhunderten streiten. Namen wie Cadibald, der Rote und Maurer von den Sieben Hügeln. Selbst du musst von ihnen gehört haben. Er neigt sich vor, er ist so erregt, dass seine Knochen klappern. Ich weiß immer noch nicht, von was du sprichst. The power to warp and wind time. Like a skein of wool wrapped about your finger. To strangle its flow to a mere trickle. Perhaps to reverse it altogether. Die Macht, Zeit zu verbiegen und zu verdrehen, wie ein Wollfaden, den man sich um den Finger wickelt. Den Fluss zu erdrücken, bis er nur noch ein Rinnsal ist. Ihn vielleicht sogar umkehren. Seine Augen brennen fieberhaft. Erzähl mir von deinem Phylacterium. Would you think to steal it from under my nose? As if it were so easy. Du wirst es von meinen Augen stehlen, als wäre das so leicht. A phylactery isn't some bauble I wear around my neck or hide in a chest. It's a complex layer of spellwork, carved into my skull with runes and sealed with a peg of Hadra. Ein Phylacterium ist nicht irgendein Tand, den ich um den Hals trage oder in einer Kiste verstecke. Es ist eine komplette Schicht Zauberkunst, die mit Runen in meinem Schädel geritzt und mit einem Adra-Stopfen versiegelt ist. Seine dünnen Wangen zucken bei dieser Erinnerung. It is the reason I'm here. Surviving. Deswegen bin ich hier und überlebe.
Weggehen, ich hab genug gehört. Where are you going? I'm just getting started with you. Lass dich ab, wenn es richtet sich auf. Wo willst du hin? Ich bin noch nicht lange nicht fertig mit dir. Okay, jetzt geht die Luzi los. Arthek, welcome. How may I help? Au! Was zur Hölle? I'm here. Ja, das ist Konzelhaut selber, der so viel Damage macht.